Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transporter und Deluxe. Ja, ich habe nicht vergessen, was wir machen wollten. Nämlich hier im Ammoniakwerk Sprengstoff herstellen, was wir dann nach Pulli ins Ersatzteillager bringen können, damit dann vielleicht noch mehr Ersatzteile hergestellt werden können. Genau, damit geht es jetzt weiter. Die brauchen dafür Nitrate, Chemikalien und Biomasse. Biomasse gab es, glaube ich, aus diesem Torfmoor, da wird es auch mal wieder bedient. Hatten wir auch lange nicht mehr. Eine Zuckerraffinerie und einen Fischereihafen könnte man da noch nehmen. Nitrate kommen ja nur aus dem Nitratbergwerk. Und die Chemikalien aus der Bioraffinerie bei dem Flüssigguthafen. Hier hätten wir zum Beispiel schon mal glücklicherweise einen Flüssigguthafen. Das passt schon mal perfekt. Den können wir dann auch nehmen. Nitratdingens haben wir. Gibt es hier zwei? Das ist auch in Ordnung. Und Torfmoor sind dort unten zwei. Ich glaube, das Torfmoor brauchen die Ersatzteile oder brauchen die Landwirtschaft? Ah, die brauchen landwirtschaftliche Betriebsmittel. Eieiei. Na gut, die könnte man dann von hier. Ah, ne, die haben ja gar keine. Die haben bloß Ersatzteile. Das heißt, die Ersatzteile, die helfen mir nur beim Nitrat-Dingens. Wo ist es denn? Hier? Nee. Hier. Da hilft uns das noch was. Naja, egal. Erstmal ein kurzer Blick auf die Kommentare. Norman hat gefragt, wann kommt eigentlich der erste Vakuum-Train? Ja, das kann noch ein bisschen dauern, weil ich wollte eigentlich erst alle Inseln bebauen. Und Fretsche fragt, beim Routenplan brauchst du nicht alle Stationen auf die Rückweg anklicken. Wie geht das? Ist es ein GRF? Ja, das ist dieses JGR-Batchpack. Ich zeig das einfach noch mal kurz. Habe ich mal gerade irgendwo was. Hier ist ein Schiff. Ihr müsst bloß bei der Routenplanung dann Steuerungstaste drücken. Dann geht ihr auf Liste verwalten und dann könnt ihr einfach füge umgekehrte Auftragsliste hinzu einfügen. Dann fügt ihr dann immer die Rückfahrt, sag ich mal, ein. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann kam auch die Anmerkung von Fotsugi über meine Werbeäußerung. Die Arbeit mit dem Aufkleber für das Amstrad kann sie dir sparen, das muss dir zugestellt werden. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nie geht. Aber es nervt halt, weil das bei mir trotzdem direkt in der Tonne landet. Vielleicht steht auch irgendwas Relevantes drin, wie ja, herzlichen Glückwunsch, ja, Sie haben 1 Million Euro gewonnen und ich würde das gar nicht mitkriegen, weil ich das Amtsplatz direkt wegschmeiße. Wobei sich jetzt hier die Frage stellt, fährt der Zug jetzt hier oben lang? Oh, Glück gehabt. Baut man das um auf dem Roll-In-Roll-Out-Station? Der Zug ist dumm und fährt unten rein, ne? Naja. Okay, fangen wir mal an mit Bauen. Bauen wir erstmal den Zubringer für die Strecke nach dort oben. Dann machen wir mal ein 6er-Gleis. Ammoniakwerk im Weg. Ach, ist das... Hä? Ach so, weil hier ist noch ein Zipfel. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Das jetzt an. Ist natürlich geil, denn die blockieren das jetzt hier wieder. Ich glaube, ich mache einfach hier oben zwei Gleise dran, wo die Züge einfach reinfahren. Das müssen wir natürlich irgendwie abreißen und dann wahrscheinlich irgendwie noch mal ein bisschen...
Warum habe ich denn jetzt überhaupt eins nach hinten gebohrt? Das ist doch gar nicht notwendig gewesen an der Stelle. Na gut, das würde ich, das würde ich eventuell wieder abreißen, wenn das besser läuft hier. So, da das ja hier eine überschaubare Strecke ist, kann man hier die Depots ja auch einfach am Anfang und am Ende des Bahnhofs bauen. Einfach so hier. Und dann kann man ja schon mal die Sprengstoffzüge starten. Wie gesagt, ne? Das ist nur im Spiel, ne? Das ist nichts Realistisches, falls YouTube hier irgendwie die Sprache analysiert oder sowas. Das spielt hier ganz alleine im Spiel statt. Findet im Spiel statt. So, Schüttgutwagen, Sprengstoff ist wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Ich meine, hier wäre ja sogar auf dieser kurzen Strecke die Geschwindigkeit egal. Containerwagen. Gut, da können wir eigentlich den hier mal nehmen. Wie gesagt, auf der kurzen Strecke ist die Geschwindigkeit, glaube ich, ziemlich Wurst. Das Ganze zweimal. Und schon mal einen Sprengstoffzug. Ist das jetzt der erste schon? Ne, haben wir sogar schon welche. Krass. Ja, wir machen sogar ein bisschen Geld hier. So, jetzt müssen wir noch hier das Zeug hinbringen. Dann machen wir erstmal hier Flüssigguthafen mit den Chemikalien. Da ist jetzt die Frage, macht man das als eigenes Gleis? Macht man denn das jetzt? Na gut, man könnte Chlortreibstoffspeise, das heißt, die müsste man wahrscheinlich eh auch erst mit irgendwas beliefern. Wir machen hier mal einen Zweierbahnhof hin, der aber dann nur hinten an einem einzelnen Gleis endet, würde ich sagen. Hier bauen wir jetzt direkt auf den Bauernhof zu. Gut, da müsste man ja, glaube ich, irgendwie dran vorbeikommen. Genau, hier müsste ich eigentlich gerade so dran vorbeikommen. So, genau. Hier hinten wird mal erhöht. Ach so, Moment, da muss ja noch ein zweites Gleis dran. Na gut, das läuft dann halt hier oben lang. Hier runterkommt, könnte das ja eigentlich. Eventuell. Passen. Boah. Das war wirklich ja wie dafür gemacht. Kann man das Depot ja auch mal wieder hinten dran machen.
Ah, oh, gut, da kann man hinten sich vielleicht auch noch eins hinmachen. So, Chemikalien. Den gibt's noch. Kesselwagen. Na gut, wenn es schon einen Chemikalienwagen gibt, dann nehmen wir den natürlich. Traditionelle. Den halt. Den bitte auch zweimal. So, die warten da jetzt. Wenn man jetzt den nach Chlor, Treibstoff oder Speiseöl anliefert, dann würden die mehr produzieren. Aber ich glaube mal, das brauchen wir jetzt aktuell erstmal nicht. Wir nehmen es erstmal so in Betrieb. So, dann haben wir noch Biomasse und die Nitrate. Biomasse ist dort und die Zuckerraffinerie. Gut, die brauchen erst Verpackung und Zuckerrüben, dass die irgendwas produzieren. Wir machen erstmal hier die Biomasse und die Nitratbude wäre dann da und wo war jetzt die andere? Hier unten. Achso, die würden Biomasse, Getreide, Bohnen. Da hätte man Treibstoff, was man ja hinbringen könnte. Damit doch die Produktion besser geht. Ah ne, wir bauen das erstmal grundlegend auf. Nicht, dass ich hier immer so sprunghaft hin und her irgendwie immer was anderes mache. So, das werden dann die drei Gleise.